Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. In der heutigen Episode mit unserem Hauptcharakter und Blinzler Bones. Ach, da heilt uns natürlich auch gleich. Na, das ist dann super. Wir gehen zurück zur Taverne, wenn das überhaupt hier ist. Ja, hier unten wäre es, dann gehen wir kurz rundherum, denn wie vorhin bei der Dame oder bei der Eskortierung. Bei der Eskortierung einer Dame mussten wir ja auch den Umweg nehmen. Und nun schreiten wir voran in Richtung Tod. Hä? Ach so, da ist er noch da. Okay, jetzt ist aber Nacht. Jetzt ist Nacht, wenn ich mir sicher bin. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals. Nachtwache. Nach Norden. Es waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Na, ist so schön, was du mir erzählen hast, Mason, oder zu erzählen hast. So läuft das so langsam. Kann ich mal. Der wartet hier? Lass uns weitergehen. Ja, wenn du so langsam bist, dann kann ich bis morgen warten. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. Ja, da spricht der Herr für sich. Oder eben in dem Fall die Leiche. Hallo. Die schnapp ich mir. Hier gibt's was zu schnitzeln. Ich gehe da nicht zu weit rein, ansonsten werden hier noch den Toten beschworen. Wieso hier? Inmitten der grünen Wiese Schattenläufe sind. Das ist mir ernsthaft auch ein Rätsel. Das war's mit dem Vieh. Naja. Achtung! Hallo? Die wandern, der Typ ist aber echt schnell geworden. Irgendwie. Also vor dieser Aufnahmesession hier gab es gerade noch ein Patch. Aber es kann ja nicht sein, dass die plötzlich immer können schneller und besser werden. Ja, gerade. So, zack. 65, was ist denn das höchste aller Maß? Was haben wir jetzt eigentlich, Charakter, kurz? Eben 65, haben wir Stichhieb, Schwert aber 85. 85 schlagen wir damit. Lass uns weitergehen. Es ist super. 85, haben wir hier hinten irgendwie noch was? Nein. Komm mit, du alte Töle. Du Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Ja, das ist wahr. Sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Na ja, schwächen ist das falsche Wort. Wie reißen sie ja nieder? Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Errungenschaftsfortschritt. Perfektion ist 225 von 300. Also Quests oder wie? Das wäre ja enorm viel schon. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen.
100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Naja, ausschlafen, da ist leider Gottes der Haken dicht. Bauernopfer immer noch? Ach, die ist in der Taverne, oder? Und? Wieder etwas beruhigt? Ja, etwas. Ich muss erst mal diese Nacht verarbeiten. Vielleicht sollte ich Kalador mit dem nächsten Schiff verlassen. Dieser Flecken Erde hat einfach zu viel Verderben gesehen. Warum haben die Götter uns verlassen? Warum? Was muss ich denn noch machen? Ich habe auf sie aufgepasst und sie ist ja jetzt hier. Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Ja, schön. Ah, Kundschaft. Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. Nein, ich bin auf der Durchreise. Nein. Ich bin auf der Durchreise. Sehr gut. Habe ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Wie wäre es mit einem Sack voll Gold? Den hätte ja wohl jeder gern. Aber ein Schluck von meinem Fusel ist fast genauso viel wert. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wenn das Gold... Ruhm ist sein, die hier das Lebenselixier der Seefahrer und Piraten. Erhöht die Wirkung von Fusel, Gok und Rum. Nein. Schön und gut, aber nein. Ist hier drin irgendwas? Hier war doch mal irgendwie ein Ring oder sowas ähnliches drin. Nun gut, ich glaube. Eldrick, wo ist er ganz? Da oben, hä? Ach, Doofkopf. Jetzt müssen wir wieder auch nach oben gehen. Oh, okidoki, wieder nach oben. Und es ist dunkel geworden. Also, umkehr, die andere Tür, die andere Ausgang, der andere Ausgang müssen wir nehmen. Und diese Session, also diese Party ist schon wieder 8 Minuten lang. Wir haben fast gar nichts gemacht, habe ich das Gefühl. Das wird langsam skurril und komisch. Nun wieder nach oben. So, komm. Du kannst rennen, mein Typ. Immer so in die. Wie er etwas in der Hose hätte. Jetzt rennt der Typ wie er etwas in der Hose hätte. Das ist komisch. Das macht mich ganz wirr im Kopf. Oder besser gesagt, wirsch im Kopf. Das geht eventuell allen so. Müssen wir jetzt noch was mit Fan besprechen? Das ist mega komisch, aber machbar. Denn der Quest wurde noch nicht abgeschlossen. Naja, Huhn, hallo. Um Iona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie ist wieder in Sicherheit. Okay. Gut. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir für diesen Dienst geben kann, aber nimm das. Hab es im Hof gefunden und die Vorbesitzer brauchen es nicht mehr. Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich kehre zur Zitadelle zurück und werde meditieren. Du kannst Magie und Geist steigern, das brauchen wir alles nicht, aber danke sehr. Also gut, wir haben auf jeden Fall jetzt schon... Oh. Scheiß Nerven. Irgendwie war gerade kurz ein Nerv am Arsch oder am Aussterben bedroht. Irgendwas war kurz los.
So, hier war der nächste Patient auf uns, was er auch immer zu bieten hat. Cyril! Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Nein, nein, nein. Nein, eher ein Segel und Planken unter den Füßen. Genau. Ah, verstehe. Süßwassermatrose. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Richtig. Jemand muss sich zu den Toten durchschlagen und mir ihre persönliche Habe bringen. Du willst, dass ihre Leichen geplündert werden? Ja, verdammt! So verlangt es der Ritus der Dämonenjäger. Diese Gegenstände werden Einzug in unsere Hallen finden, sodass man sich an ihr Opfer erinnern wird. Alles in Ordnung bei dir? Also wenn du schon die Quest machen willst? Alles in Ordnung bei dir? Wenn deine Freunde und Gefährten neben dir in der Schlacht fallen, dann ist dir nicht zum Feiern zumute. Von welcher Schlacht sprichst du? Nun, der Oberste unseres Ordens befahl uns, diese Gegend von den Schatten zu säubern. Wie sich herausstellte, war die ganze Aktion das reinste Selbstmordkommando. Aber immerhin gelang es uns, das Kristallportal zu schließen. Also ich lebe ja immer noch. Klingt doch gut, wenn das Kristallportal geschlossen ist. Das Kristallportal ist geschlossen? Klingt doch gut. Ach ja? Der Anführer der Dämonenbrut ist entkommen und 5 meiner Gefährten liegen im Dreck und dienen als Futter für die Bestien. Nein, wir haben versagt. Wir haben unseren Vorvätern Schande bereitet. Naja, Selbstmordkommando hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Selbstmordkommando hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Es ist ein grausamer und gnadenloser Krieg, aber wir werden ihn gewinnen. Die Pläne unseres Druiden Eldrick mögen ihre Opfer fordern, aber sie sind es wert. Ja, ja, ja. Ich besorge dir deine persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Gut, und egal, was ich dir in den Weg stellen mag, zeig kein Mitleid. Ich mach mir mal ein paar Gedanken, wo wir ihre Körper begraben. Können sie ja nicht einfach so verrotten lassen. Wo finde ich denn diese Gefährten? Wo finde ich deine Gefährten? Geh nach Norden, bis du auf eine eingestürzte Totenkopfhöhle triffst. Dort wirst du sie finden, immer dem Geruch nach. Ach, die kennen wir doch, oder? War Map. Totenkopfhöhlen? Norden? Wo? Hier sehe ich ja gar nichts. Es ist schon so viel angesammelt hier. Ist ja super. Ist doch der einzige Außenstehende, ja. Wo ist hier eine Totenkopfhöhle? Immer nach Norden. Jetzt gibt's aufs Maul. Ja, oh. Ja, ist ja gut mit dir, du Kack. Das ist ein schwarzer Hut, aber sieht aus wie lila. Ach, da ist die Höhle. Oh. Nein, du bist gekommen. Vicky, warte, ich muss wieder. Das nächste, was ich skille, ist auf jeden Fall. Leben und Tod. Nee, nee, da steht nicht mehr, da liegt jetzt noch. Ich glaube, ich werde kurz hier hingehen und wenn wir die Lage kurz checken. Ob hier der Durchgang wirklich frei ist. Ja, er ist frei. Gut, dann gehen wir weiter hier in die Tiefe der Höhle. Komm mal mit, du alte Döhle. Hallo. Oh, das schiebt sich nicht so leicht an, hä? Verdammte Schatten! Höllenhunde, die gehen mir auf den Keks. Bevor der Shake überhaupt anfangen kann, bin ich hier schon mit einem fertig. Das ist auf jeden Fall die Kunst. Oh. Nicht ein fetter Shake, ich will einfach den Shake kurz ummetzeln. Denn der ist ja gleich Fischfleischfutter irgendwie. Höllenhunde, die gehen hier wirklich langsam auf den Keks. Die sind wendig schnell und wieder mal ganz, ganz blind. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher der grobe Typ für das ganz Langsame.
Ach, nicht noch einer. Ja, kann mir aber einer was erzählen hier. Dass die kleinen beschissenen Höllenhunde nur 50 Ruhm geben. Und die langsamen Prätachés von Schergen 100 geben. Das verstehe ich nicht so ganz. Denn die Höllenhunde sind ja schlimmer in der ganzen Sache hier. Wenn du mal einen Scherge hast, dann hast du ihn eben. Oder eben nicht ganz. Okay, zack. Und dein noch. Nein. Wir sollten vorsichtig sein. Hier regiert der Tod. Ja, bald, wenn du nicht kommst, dann schon. Ach, komm mal. Heilige Kacke hier. So, liebe Freunde im Reich der dunklen Schatten, verabschiede ich mich heute von einer neuen Episode Let's Play Risen 3. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Haut rein, tschüss und bis bald.